Ja, Sie hören den Stadionsprecher. Er hat den Vorlauf gewonnen. Schon ab Savo Antin. Und dann haben wir den Mann, der hier schon zweimal gewonnen hat. Aus Sri Lanka kommt Yupon Abikon. Gab es eine schöne Begebenheit diese Woche, reden wir vielleicht später drüber. Erstmal bleiben wir am Wettkampf dran. Er ist der Weltjahresschnellste. 9,85, so rum. Aus Kenia, Ferdinand Omanyala, der möchte hier. Ja, nicht ganz unter kenianischen Bedingungen, aber ganz sicher vorne. Aber hören Sie sich das doch einfach mal an, liebe Zuschauer, und schauen Sie, der derzeit schnellste Mann der Welt, der ist nicht irgendwo in Rom, Paris oder in Crystal Palace, nein, der ist in Dessau. Und der will natürlich hier seine Spitzenstellung auch verteidigen. Der 100 Meter Endlauf, das A-Finale von Dessau. Denise, das ist dein Part. Ja, jetzt wird das Stadion ganz ruhig. Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Warten wir den Start ab. So, Start geglückt. Wer ist vorne? In meinen Augen ist das die Bahn 4 und das ist schon Antwisako. Aber jetzt kommt der. Ja, zum dritten Mal in Folge gewonnen. Ja. Aus Sri Lanka, Yupon Abikon. Wer hätte es gedacht? Der schnellste Mann Asiens. 10,07 mit 0,2 Meter Gegenwind pro Sekunde. Er hat es wieder getan. Ihm gelingt der Hattrick. Ist ja unglaublich. Er schlägt den derzeit schnellsten Mann der Welt. Tja. Yupin Abikon, wir haben also nicht umsonst geübt vom Spiegel diesen Namen. Schauen Sie mal, wenn Sie es sehen können, gleich bei der nächsten Großeinstellung erstmal nochmal das Rennen hier. Klar, die Kraftpakete, die haben auf den ersten 30 Metern die Nase vorn, aber dann hat er die längsten und die schnellsten Beine. Dreimal Sieger in Dessau. Der Vollständigkeit halber möchte ich trotzdem einmal sagen, er heißt Yupon Abikon Mudien Selagu. Und genau dazu, liebes Leichtathletikpublikum, haben wir diese Woche noch telefoniert mit Jens-Jürg Rieck. Kennen Sie, das ist der Mann, der in Peking die Tanne heiß hatte bei den Langläuferinnen. Ist natürlich auch unter Leichtathletik-Freunden bekannt. Und wir haben gesagt, wenn einer weiß, wie der Kollege aus Sri Lanka ausgesprochen wird, dann ist es Jens-Jürg Rieck. Wir haben ihn erwischt auf einer Bahnfahrt und wir haben ihn kalt erwischt. Das von unserem Chef ausgelobte Bier, das hat sich der DJ nicht verdient. Aber jetzt, wo dieser junge Mann zum dritten Mal in Dessau gewinnt und das mit einer auf 10,06 korrigierten Zeit, vielleicht merkt sich dann auch der Kollege Rieck diesen Namen für das nächste große Ereignis. Davon soll es ja dieses Jahr recht viele geben. Ja, schöner Wink zu sehen. Letztes Jahr ist er 10,09 gelaufen. Leider.